Hallo! Willkommen zum nächsten Ticket Light Tutorial. Heute geht's um die Windmill. Wie man gerade ja hoffentlich sehen konnte. Dafür habe ich draußen mal was aufgebaut. Die Windmill ist wieder mal ein Weg, um Energie zu erzeugen. Hier sieht man schon, ja, wunderschön. Lass mich hoch. Fliegen geht nicht, es leckt irgendwie so hart. Kleiner Augenblick. So. Gut. Windmills funktionieren nämlich nicht immer. Man kann sie nämlich ganz, also man kann sie ja ganz normal mit allen möglichen Kabeln an sowas hier anschließen. Aber hier sieht man schon mal, füllt sich, also passiert überhaupt nichts, denn die hier ist einfach zu weit unten. Hier unten gibt es einfach keinen Wind. Das geht eben erst ab höhere Höhen. Hier jetzt etwas weiter oben. Da hat sie etwas, ein ganz bisschen mehr Wind. Und hier sieht man schon, dass sich das ganz langsam auflädt. Lohnt sich aber immer noch nicht. Also, ja. Hier noch weiter oben, habe ich es eben nochmal gebaut. Hier sieht man schon, dass sich das um einiges schneller auflädt. Und hier ganz oben. Hier auf Ebene 100, ab der das eben erst so richtig wirkt. Da produzieren die richtig viel. Ich habe jetzt auch schon richtig viel aneinander gehängt. Ich kann das jetzt hier mal machen. Der muss weg, der muss weg und der muss weg. Jetzt nur der eine angestöpselt. Ach, ne. So, jetzt haben wir das nochmal. Und jetzt startet der. Er wird immer schneller jetzt langsam. Schneller. Na, er wird jetzt immer schneller. Und er bringt eben auf diesen Höhen. Ja, jetzt sind ja die Kabel im Weg. Was ist das denn jetzt? Hier verschwindet. Blöde Kabel. So. Und jetzt. Ja, jetzt hört man vielleicht auch schon einen kleinen Ton im Hintergrund jetzt so. Jetzt sollte das relativ schnell laufen. Aber ich weiß, dass erst sich ab ungefähr Ebene 100. Also hier jetzt ungefähr, ne? Soweit ich weiß, sollte es sich erst ab da so richtig lohnen. Wir können ja hier oben mal einprobieren. Einmal ein bisschen austesten, auf welcher Ebene sich das eben am meisten lohnt. Die Scheiße brauchen wir sowieso nicht, während so ganz viele aneinander hängt. Ja, hier lädt das um einiges schneller. Also über Ebene 100. Der hier ist ja noch ganz knapp unter. Der ist jetzt irgendwas mit 99. Hier drin kann man zwar auch so reinstellen. Da kann man, glaube ich, Batterien jetzt reintun und die aufladen. Das ist aber. Ja, okay. Also erst ab eben nur 100 so richtig erzeugen die so richtig Energie. Der eine jetzt hier viel schneller als der andere. Und wenn man davon ganz viel aneinander tut, dann bringt es auch schon was, so wie das eben hier aufgebaut war eben. Na, wenn man jetzt noch alles Glasfaser so einmal rumlegt, dann kann ja mal machen. Jetzt reiche ich mal den hier oben wieder ab. So. Jetzt mal gucken, wie schnell sich jetzt die Wertbox füllt, der MFSU. Oh, da sieht man ja schon, viel schneller als mit der nur ein. Jetzt sagt man zuerst, lohnt sich nicht, aber dafür geht das Ganze etwas einfacher zu craften als andere Sachen. Man braucht nämlich nur Eisenbarren und einen Generator und schon kriegt man so eine Windmill. Den Generator kann ich nochmal zeigen. Den macht man nämlich einfach aus Refined Iron. Das ist einfach Eisen, müsst ihr in den Ofen packen. Ganz schwere Sache. Nein, eigentlich nicht, aber egal. Den Eisenofen, den, ja, da macht ihr einfach, so wie mit Stein, einfach aus Eisen so rum. Und die Batterie, Tin, Redstone und Cooper Kabel, also am besten nur das schwarze Gummi, das andere ist irgendwie, ich weiß nicht, wie man das bekommt. Ein bisschen Cooper eben. Dann kriegt er das. Ich hoffe, das hat euch jetzt geholfen. Ne? Windmills wusste ich zuerst nämlich auch nicht, wie das funktioniert, hab mich dann informiert. Ja. Nochmal einmal auffliegen. Ja, und dann hat's eben, wie ich das wusste, dachte ich zuerst auch, wäre bescheuert. Bringt ja super wenig. Ich würde zwar noch auf Solarzellen bleiben, aber ganz am Anfang kann man so zwei Windmills auf sein Haus setzen. Vielleicht ist das dann eben 70 zusammen, wenn man dann an eine Badbox anschließt. Denn macht das ja auch Energie, während du das gerade mal nicht benötigst. Und ich glaube, dann lohnt es sich schon mal, so ein, zwei am Anfang zu haben, weil die brauchen eben eigentlich fast nur Eisen und eben den Generator, also. Ganz, also relativ einfach.
Also, bis zum nächsten Tutorial oder Let's Play, was auch immer ihr guckt. Also, bis dann.